Magic Science ist zurück mit dem Alexander, der heute Stahl verbrennt. Gell? Mhm. Das haben wir noch nie gemacht zusammen. Wir gehen immer davon aus, dass etwas, das aus Eisen ist oder aus Stahl, ganz sicher nicht brennt. Steckengeländer oder das Brückengeländer ist noch nie gesehen brennen. Aber ich zeige dir, dass es durchaus passieren kann, dass Stahl brennt. Hast du das schon mal gesehen, so Stahlwolle? Mhm. Der Vater hat schon gebraucht in der Werkstatt oder die Mutter für etwas zu putzen, Pfannen. Im Werk in der Schule. Im Werk in der Schule, genau. Und die Stahlwolle, wenn wir jetzt die hier ein bisschen auseinanderziehen und ein bisschen lockern, wir können ein Tannenbäumchen daraus machen. Das ist ja noch nicht so lange her. Kannst du da ein bisschen herziehen. Schauen, dass sie nicht ganz verreist. Dann können wir sie ein bisschen aufspannen. Genau. Jetzt sieht doch das wunderschön aus. Das kannst du dann gleich in der nächsten Weihnacht auch noch einmal probieren. Wenn wir dann wissen, wie. Gell? So. Jetzt könnte man die anzünden. Geht das? Stahl kann man nicht anzünden. Aber wir müssen sie gar nicht anzünden. Schau, was ich dir hier habe, ist eine 4,5 Volt Batterie. Und jetzt kannst du die einfach unten mal herhauen und schauen, was passiert. Nein, kannst du sie direkt in die Stahlwolle rein haben. Hättest du nicht gedacht, dass das verbrennt? Das ist Stahlwolle, das ist Eisenwolle. Und das, was wir jetzt hier gesehen haben, ist ganz ein schnelles Rosten. Das ist eine ganz schnelle Reaktion von Eisen mit Sauerstoff. Und was hier dran hängt, ist nicht mehr Eisenwolle oder Stahlwolle, sondern das jetzt hier ist nur noch Rost, weil das Eisen ganz schnell verbrunnen ist. Aber, wenn du noch nicht ganz genau weißt, wie das funktioniert, wo kann man schauen? Wie immer unter magicscience.ch, dort erklären wir das Experiment im Detail.